Schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Mein Name ist Anja alias Graufalter 50 und heute soll es mal ein bisschen um das Fingerdesign oder Fingernageldesign gehen und zwar um Do Nails. Ich habe das Ganze ja schon etwas länger hier im Gebrauch und teste mich so durch das Depot dadurch und wie ich das Ganze denn so finde und ob ich sage, nee, das finde ich gut oder sagst, nee, kann ich nicht gebrauchen. Schnapp den Kaffee, schnapp den Keks und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn du möchtest. Bis gleich. Ja, die Firma Do Nails hat mich ja vor längerem angeschrieben, ob ich nicht mal deren Dip-Prinzip mal testen möchte. Konnte ich jetzt erst gar nicht so richtig mit anfangen. Habe erstmal bei meinen Kollegen so richtig geguckt, bevor das Ganze da war, was das denn eigentlich ist und wie das aussieht. Und das hat mir mal gleich auf Anhieb gut gefallen, weil alle, die mich länger kennen, wissen, dass ich so mit den Nägeln immer so ein bisschen ungeschickt bin. Was heißt ungeschickt nicht, aber das Problem, woran es bisher immer gescheitert ist, ich bin Rechtshänder. Und wenn ich meine linke Hand mache, sah das immer toll aus. Wenn ich mit der linken Hand meine rechte Hand gemacht habe, müssen wir jetzt nicht drüber reden, ne? Das habe ich nie hingekriegt. Das kriege ich mit handelsüblichen Nagellack, der da hinten nicht steht, meistens nicht so gut hin. Deshalb fand ich es sehr, sehr interessant, dass Do Nails, wenn du das noch nicht kennst, ein Dip-System hat. Das heißt, das ist nicht so zu vergleichen mit handelsüblichen Nagellack, sondern das ist ein ganz anderes Prinzip, auch so für so kleine Tüffelchen wie mich, die da immer so ein bisschen wurstelige Finger haben. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal an für alle, die es denn noch gar nicht kennen. So, in diesem Set ist enthalten, fange ich hier oben einfach mal an, eine Feile, die jetzt natürlich auch gebraucht ist. So eine wunderschöne mit Do Nails hier drauf. Einmal eine feine Seite, einmal eine etwas gröbere Seite. Ich weiß gar nicht, ob die Körnung hier drauf steht. Nee, steht hier nicht drauf. Also einmal eine feine, einmal eine grobe. Wofür ihr die braucht, das klären wir nachher. Dann ist hier einmal ein Nagelhaut, sag ich mal. Ne? Du musst ja ein bisschen die Nagelhaut zurückschieben. Da war so ein kleines Gerätchen dabei. Dann war ein Pinselchen dabei, um nachher das überschüssige Dipping Powder einfach abzumachen. Hätte ich am nächsten Mal sauber machen können. Aber ich habe jetzt gerade das Rot damit drauf gemacht und dann ist das hier ein bisschen rot. Ne? Es ist ja auch gebraucht. Es ist ja nicht nur zum Gucken da. Ne? Dann war hierbei einmal der Base Coat. Ich finde auch schon das Design so wunderschön. Ne? Das finde ich so, das sieht edel aus, sieht gerückt aus. Einmal Schritt 1 der Base Coat, einmal Schritt 2 der Activator, einmal Schritt 3 der Top Coat und einmal ein Blush Cleanser und Softener. Cleaner und Softener, die habe ich noch gar nicht benutzt. Sollte ich vielleicht mal machen, wenn ich mir den Pinsel hier so angucke. Hier sind noch mal so ein paar Ersatz, sag ich mal, Pinselchen drin. Ich hole das Ganze mal hier so ein bisschen raus. Für die einzelnen Fläschchen sind nochmal solche Ersatzteile hier drin. Finde ich ganz schön. Dann die verschiedenen Dipping Powder und ein Base Powder. So, dann war hier noch so ein auch wunderschön verpacktes Remover Set dabei. Das Ganze muss ja auch wieder runter. Einmal eine Flüssigkeit, einmal solche Klemmchen für die Fingerchen, auch eine kleine Nagelfeile mit zwei Seiten, ein bisschen Gerät dabei, Flüssigkeit und einmal solche Pads, wozu wir gleich noch kommen, weil ich habe das Ganze hier mitgefilmt, damit ihr auch sehen könnt, wie das Ganze eigentlich vonstatten geht. Dann war in dem ganzen Set noch so eine Broschüre drin, nochmal Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Ganze dann anwendet. Und das Ganze gehen wir jetzt einfach mal durch, weil mit den Worten ist es einfach am besten erklärt. Und es ist so mega einfach, Leute. So unkompliziert. Und gerade so dieser Wechsel zwischen rechts und links, wo ich ja immer wieder meine Schwierigkeiten habe, hat sich mit den Dipping Powder einfach erledigt, weil da ist es egal, mit welcher Hand du das machst. Da hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Es ist ein bisschen Übungssache. Also man muss nicht gleich, wenn man das erste Mal das macht und dann enttäuscht ist und denkt so, es bedarf so ein, zweimal Anwendung, bis man für sich einfach das perfekte Ergebnis erreicht hat, muss ich sagen. Aber wir gehen jetzt einfach mal diese Broschüre hier durch. Ich zeige euch die einzelnen Produkte, blende ein bisschen was dazu ein, wie ich das Ganze denn so angestellt habe. Und dann können wir nochmal darüber schnacken, wie die Mutti das so letztendlich dem ersten Eindruck der ersten Woche nach einfach findet, das Ganze. Ich muss ja was trinken, ich habe so einen trockenen Hals, ey.
Wir waren noch den ganzen Nachmittag bei Freunden und haben den ganzen Nachmittag gesabbelt. Und es ist jetzt 23.35 Uhr und meine Stimme verlässt mich etwas. Aber das macht nichts, wir ziehen das jetzt durch hier. So, Vorbereitung der Nägel. Entweder nimmst du diese Nagelfeile, die im Set enthalten war, die hat ja eine grobe und eine feine Seite, bereitest deine Nägel einfach ein bisschen vor. Das heißt, sie müssen natürlich fettfrei sein, wie beim normalen Nagellack, sage ich ganz einfach auch, dass da nichts weiter an Cremes und so weiter drauf ist. Das erklärt sich ja eigentlich auch von selber. Dann feilst du deine Nägel nach Bedarf einfach in die Form, die du ganz gerne hättest und, ne, und so weiter und raus die Oberfläche einfach leicht an. Also nicht hier volles Fund, sondern so ein bisschen mit Gefühl und einfach, es soll nur eine ganz leichte, saubere Schicht sein. Dann nimmst du den sauberen Pinsel, der jetzt ja nicht sauber ist, und fegst den ganzen Staub erstmal ein bisschen ab. Dann gibt es Utensil 2, war auch in diesem Set drin, das ist ja dieser kleine Nagelhautschieber. Den schiebst du damit, oder damit schiebst du einfach deine Nagelhaut etwas zur Seite, weil da sollst du natürlich nicht drüber lackieren, weil sonst entstehen ja Luftbläschen nachher und das Ganze könnte aufplatzen. Das will man ja nicht so gerne. Also schön vorbereiten, also so wie du es für normalen schönen Nagellack ganz einfach auch machst. Obwohl du, Nils, mit normalem, handelsüblichen Nagellack nichts zu tun hat. Also die Haltbarkeit ist, müssen wir nicht reden, ist 10-mal so lange. Da splittert nichts ab. Das hält schon. So, wenn du das dann alles so gemacht hast, fege ich es hier nochmal drüber und dann geht's eigentlich auch gleich ran, ohne Komplikation, ans Gedippe. So, ich lasse jetzt hier einfach mal ein bisschen Platz, denn starten tust du eigentlich mit dem Base Coat. Da ist auch eine 1 drauf, also da kannst du auch nichts verwechseln, dass du denkst, oh, naja, verwechsel ich irgendwas. Nee, ist total tot, ist einfach alles durchnummeriert. Base Coat drauf, ein bisschen aufpassen, dass du nicht auf dein Nagelbett drauf gehst. Deshalb hast du es ja auch nach hinten geschoben, weil sonst könnten sich Luftblasen bilden. Ist ja logisch, ne? Und dann könnte das Ganze natürlich oder hält dann nicht so, wie es halten soll. So, dann geht das Gedippe auch schon los. Base Powder. So sieht das Ganze aus. Ich kann es jetzt natürlich nicht so schräge halten. Ne? Ihr könnt das ja auch im Video hier sehen, was ich mitlaufen lassen habe. Ist so ein richtig süßes kleines Pulver. Ist mega einfach. Finger rein, raus, abbürsten und dann kommt der nächste Schritt. So, dann kommt nochmal Step 1. Dann machst du über diese ganze Geschichte, nachdem du es abgefegt hast, nochmal Schritt 1, machst wieder eine ganz dünne, exakte Schicht wirklich von diesem Base Coat drüber und dann kannst du reindippen in das Puder oder das Farbpuder deiner Wahl. So, dann steht in der Beschreibung drin, dass man diesen Schritt dann nochmal wiederholen soll, um das intensivste Farbergebnis herauszuholen. Meine Erfahrung ist gewesen, dass einmal dieser Schritt eigentlich gelangt hat, um zum Beispiel dieses Ergebnis hier zu erzielen. Das hat mir von der Farbintensität, hat es oder reicht es für mich vollkommen aus. Da muss man sich dann durchprobieren, auch je nachdem, ob man jetzt irgendwie so ein bisschen verfärbte Nägel hat oder wie auch immer. Da muss man sich vorarbeiten, aber für mich hat der Test gezeigt, dass einmal dieser Schritt eigentlich für mich, für die Farbintensität einfach reicht. Heute habe ich zum Beispiel das hier drauf, das heißt Mon Cherie. Erstmal mag ich das gerne essen, Mon Cherie. Und die Farbe ist auch sehr, sehr intensiv. Ne? Also sehr, sehr, und man sieht das auch diesen Glanz, aber da kommen wir gleich noch zu, wie das Ganze denn so entsteht. Ein bisschen finde ich immer ganz wichtig, dass das Puder, ich halte das hier mal so ein bisschen hin, dass das Puder anders aussieht wie auf dem Finger. Dazu gibt es aber auch immer, wie auch in dieser Broschüre oder auch im Internet, könnt ihr euch das Ganze hier anschauen, immer so die jeweilige Endfarbe dann zu dem Puder, dass ihr euch das da nochmal anschauen könnt. Erst dachte ich so, das sieht aber so ein bisschen so pinkstichig aus. Aber so, wenn das nachher alles abgeschlossen ist, was man dann da so macht, dann sieht es ein Tickchen anders aus. Also da sollte man dann auf die endgültige Farbtabelle gucken, um zu sehen, wie man denn das Endergebnis gerne haben möchte. So, der nächste Schritt wäre dann eigentlich der Activator. Ist dann Schritt 2 praktisch, um die Farbe jetzt einfach zu aktivieren. Dann siehst du auch den letztendlichen Farbton, wenn du das einfach drüber machst. Das solltest du schon ein bisschen gewissenhaft machen. Ruhig 2-3 Mal rüber, das ist gar kein Problem. Richtig schön an den Spitzen, an den Seiten, dass das überall aktiviert ist, überall die gleiche Farbe ist und überall die gleiche Intensität ist. Das Allerwichtigste finde ich aber, was ich wirklich so in dem Ablauf lernen musste,
ist ganz einfach, immer wieder, egal welche kleine, ob den Activator, den Basecoat oder nachher den Topcoat nimmst, bevor du das Ganze hier wieder reinmachst, nach jedem Schritt, egal was du machst, leg dir ein kleines Tüchlein einfach daneben und gewöhne dir einfach an, das abzustreifen, bevor du es wieder hier reinmachst. Weil es ist natürlich klar, ne? Du machst 2, 3, 4 Schritte und wenn du jedes Mal diesen Pinsel mit allen möglichen kontaminierst und da reinpackst, das ist nicht gut. Ne? Also immer, bevor du den nächsten Schritt machst oder den nächsten Mal wieder aufladen willst, hier rausholen willst, einfach ein Tüchlein nehmen und abwischen das Ganze. Das ist echt wichtig. Aber nach dem zweiten oder dritten Mal hast du das auch drauf. Ne? Aber zwischendurch musst du dich immer... So, jetzt hast du ja 2 Schichten drauf und das kann dann schon mal sein, weil da ja 2 Schichten drauf sind, dass das schon so ein bisschen, wo du sagst, das ist ein bisschen dick oder hier ist so ein bisschen so eine kleine, so ne, wie beim Malen, so eine kleine Nase drauf oder so, das gefällt mir nicht. Nagelfeile, Buffer oder womit du auch immer gut zurechtkommst, ohne großartigen Druck, ganz, ganz vorsichtig wirklich diese kleinen Stellen einfach ausbessern. Auch so, wo du sagst, Mensch, oh, die Farbhöhe, das ist okay. Also wirklich wieder nicht eine volle Pulle darüber, sondern so ein bisschen mit Gefühl, ein bisschen vorsichtig drüber und so die Unebenheiten, wo du sagst, ja, okay, so gefällt mir das, so mache ich das. Oder hast hier mal gekleckert oder was weiß ich oder so. Mit der Feile rüber und dann kommt der nächste Schritt. Und dann kommt wieder das kleine Pinselchen zum Einsatz, weil du jetzt ja gefeilt hast und keinen Staub da drauf haben möchtest. Schön abfegen. Ärgert mich voll, hätte ich auch mal sauber machen können. Ne? So, nachdem du das Ganze dann 2 Minuten hast trocknen lassen, brauchst keine Lampe oder irgendwas dazu, einfach nur 2 Minütchen trocknen lassen, kommt nochmal Step 2 und zwar nochmal der Activator. Und wenn die 2 Minütchen um sind, um sicher zu gehen, dass der wirklich durchgetrocknet ist, kannst du einfach mit einem leichten, dünnen Papiertuch einfach nochmal rübergehen, das einfach nochmal ein bisschen polieren, weil jetzt geht's ans Versiegeln und das ist der Topcoat, Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3 ist der Topcoat. Hier sollte man auch so ein bisschen genauer arbeiten, ne? Wirklich so ein bisschen genauer drüber, um das Ganze aushärten zu lassen. Und das lässt du auch wieder 2 Minuten nach der ersten Anwendung trocknen. So, wenn es da wieder 2, 3 Minütchen getrocknet hat, dann gehst du nochmal wirklich so mit 1, 2 Pinselstrichen einfach nochmal drüber und machst dir nochmal den Topcoat drauf. Und das hat auch wunderbar funktioniert, weil das ist wirklich so zack, zack, rüber, 1, 2 Pinselstriche, nicht so wie bei Nagellack, wo ich dann oder mit links dann. Das ging wirklich echt easy, das habe ich selbst mit der linken Hand auf der rechten Hand super hingekriegt. Und das war's. Das war's. Mehr ist es nicht. Du brauchst nicht irgendwie noch was weiß ich, irgendwie anderes Equipment dazu. Das war's eigentlich. Das Ganze ohne LED-Lampe. Einfach nur reindippen, zack rüber, 2 Minütchen zwischendurch warten. Und das war's dann so im Groben, ne? Und ich finde das Endergebnis, wie hier zum Beispiel, oder auch das, was ich im Einspieler gemacht habe, ich habe mich ja durch alle Dipping Powders einfach durchprobiert. Ich habe auch zum Beispiel nur mal den Basecoat genommen, ne? Nur einfach 2-mal drüber gemacht dann. Sah auch schön aus, ne? Fand ich richtig toll, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe die ganze Variante in glänzend. Ich habe aber auch gesehen, dass es den Topcoat in matt gibt. Was mir persönlich, ich finde das Glänzende auch schön, aber ich bin ja eher so die matte Tante, ne? Genauso ist es beim Entfernen. Ich spiele dazu auch noch mal einfach ein bisschen was ein. Und zwar kommt da auch wieder die Nagelfeile oder die deine Nagelfeile deiner Wahl. Einfach, dass du das Ganze so vorsichtig, also nicht hau ruck und ruff da, ne? Sondern wirklich so ein bisschen mit Gefühl die ganze Geschichte wieder ein bisschen anraust den Lack. Dann kommen diese kleinen, wo habe ich sie hier, diese Alufolie. Seht ihr auch im Video drin. Finde ich eine ganz tolle Sache. Wickelst du ein Klemmchen drauf, 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Und dann kannst du, ist es auch eigentlich schon fast ab. Ne? Also bei manchmal habe ich es gehabt, wenn ich denn, ich habe manchmal dann 2 oder 3 Schichten drauf gemacht. Da musste ich dann wirklich noch mal ein bisschen nachmachen, um das richtig abzukriegen. Aber im Grunde genommen ging das echt easy. Wenn ich so wie jetzt für mich festgestellt habe, dass eine Schicht wirklich reicht, war das überhaupt kein Problem. Da musste ich auch nicht mit diesem Gerät, was hier, nee, in dem anderen Kasten, dieses hier muss ich mal kurz rausholen. Das ist ja wirklich da, um das noch wirklich so ein bisschen abzuschieben. Das ist richtig hammerscharf. Also wenn ihr kleine Kinder habt und so ein Set liegen habt, bitte packt das weg. Weil das ist, aber das habe ich gar nicht gebraucht. Das habe ich gar nicht gebraucht, weil Würstchen im Schlafrock, ne, zack, 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 eingewickelt, 10 Minuten, Viertelstunde. Und wenn ich dann meine, okay, da war noch mal ein Rest, ich habe es dann so nicht abgekriegt, bin dann noch mal mit so einem Wattepad noch mal ein bisschen drüber gegangen, war das kein Problem, das runterzukriegen. Also, war schon easy.
Summa summarum ist es auf Naturnägeln, auf, wie ich, habe ja eine Nagelverstärkung. Du kannst es auch auf Gelnägeln anwenden. Du kannst das auch auf solchen Tipps, die du dir aufklebst. Du kannst es überall rauf machen und es hält einfach nur gut. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was für mich einfach ein Argument ist, ist einfach diese unkomplizierte, ohne lange Wartezeiten und dieses Unkomplizierte mit diesem Getippe. Das, weil, wie gesagt, rechts, links habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das da aufzutragen und so weiter. Aber mit diesem Dipping Powder, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gut zurechtgekommen. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, er gibt ja immer was zu meckern, aber das Einzige, wo ich sagen könnte, das hat mich ein bisschen gestört, das ist dieser Activator. Der hat jetzt nicht so den duftenden Rosenduft. Der riecht schon ein bisschen streng. Der riecht schon ein bisschen, wo ich denke so, aber kann ich mit leben, ist okay, ne? Aber er riecht jetzt nicht so fantastisch. Das wäre für mich jetzt der einzigste Kritikpunkt, den ich an dieser ganzen Geschichte habe. Und wo ich sagte, das habe ich, glaube ich, auch schon bei Instagram gesagt, ich will ja auch nicht lügen, ne? Was ich jetzt so, ich pull das mal kurz raus hier, warum diese Activator-Teile hier, warum das aus Alufolie ist. Also das hätte ich mir gewünscht, dass das noch ein bisschen im Papier wäre. Vielleicht ist es auch technisch nicht umsetzbar, ich weiß es nicht. Aber so das hätte ich jetzt noch ganz gut gefunden, wenn das jetzt aus Papier gewesen wäre. Das wären jetzt die einzigen zwei Gründe, die ich jetzt so hätte, wo ich sagen könnte, okay, gut, ne? Aber das sind Kleinigkeiten. Es geht ja darum, wie man mit diesem Ganzen zurechtkommt. Mir hat das mega, mega gut gefallen. Und selbst es kam ja die Diskussion auf, du gehst doch aber alle 4 oder 6 Wochen ins Nagelstudio und lässt dir deine Fingernägel da feilen und tralala und eine Nagelverlängerung hin und her. Ja, das heißt aber nicht, dass ich dann nicht lang anhaltenden und pumpenfest sitzenden Nagellack verwenden darf. Also Nagellack ist es ja nicht, sondern dass ich da kein Du-Nails verwenden darf. Warum denn nicht? Das heißt ja nicht nur, wenn ich da hingehe, nee, dann darfst du das jetzt nicht. Ist ja Quatsch. Ich möchte ja auch in die Verlegenheit kommen und einfach mal, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, da nicht immer, ne? Du kannst auch über dieses Ganze auch deinen normalen Nagellack drüber machen, wenn du sagst, ich möchte jetzt aber nicht hier 2 Wochen im Urlaub jetzt rot tragen, weil ich jetzt ein blaues Kleid an habe. Der machst du ja eben handelsüblichen Nagellack drüber und fertig ist der Lack. Summa summarum hat mir das wirklich gut gefallen. Die unkomplizierte Anwendung, finde ich, hier ist ein absoluter Pluspunkt. Für alle auch rechts oder links hinter oder wie auch immer, ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen. Zum Beispiel mit der linken Hand meine rechte Hand dann zu machen und so weiter. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war ein richtiger Pluspunkt. Die Haltbarkeit ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Finde ich schon, dass das wie normaler Nagellack, da müssen wir nicht drüber reden, das ist überhaupt gar kein Vergleich miteinander. Also ich kleie ja nur wirklich viel im Garten und wisst ihr ja auch bei Instagram, ich bin ja Hans Dampf in alle Gassen und ich sitze ja nicht den ganzen Tag nur so, dass da auch ja nichts beschädigt wird, sondern die Dinger müssen schon leiden. Und das haben die, den Test haben die gut bestanden, auf jeden Fall. Ne? Das hat mir richtig gut gefallen. Was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, ist das Ganze wieder runterzuraken, also dieses Remover-Prinzip, ne? Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das war unkompliziert. Gut, siehst du aus wie Fred mit den Schirmhänden oder wie er hieß, ne? Bis dann mal für 10 Minuten dann mal gezwungen, mal mit der einen Hand da mal nichts zu machen. Aber da kann man dann auch mitleben. Das hat mir gut gefallen, dass das Ganze wieder runtergeht, weil das ist, oder unkompliziert runtergeht so, weil das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt irgendwie. Als wenn du denn und denn dat und dies noch und hier noch rein und da noch rein. Das fand ich, wie die Anwendung, so ist auch wieder das Runtermachen überhaupt kein Problem und völlig unkompliziert. Ich blende hier nochmal den Rabattcode ein, wenn du ganz einfach Interesse hast und dich auch mal ein bisschen mit Du-Nails auseinandersetzen möchtest, so rum, dann schau da ganz einfach gerne mal vorbei. Ich verlinke das Ganze auch nochmal unten in der Infobox. Und ich finde das ein ganz interessantes Thema für alle, die langanhaltende, unkomplizierte Nagelmaniküre gerne zu Hause machen möchten. Finde ich das eine ganz tolle Sache. Hat mir gut gefallen. Vielen Dank an Du-Nails. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, dann macht das gerne in den Kommentaren oder schaut euch einfach bei Du-Nails um, weil da sind ganz, ganz viele auch so typische Fragen, die dort beantwortet werden. Finde ich sehr, sehr interessant, die Seite. So, das war's jetzt hier von der Stelle heute. Ich werde mir nochmal das French Nail Set, das werde ich mir nochmal zulegen.
Und dann, glaube ich, wird es mal wieder ein Video darüber geben, weil das wird mich jetzt echt nochmal jucken, das nochmal ausprobieren. Weil French Nails mag ich schon gerne. Finde ich schon schön. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag noch und dann hören wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein kostenloses Abo, weil dann können wir hier noch ein bisschen wachsen. Bis zum nächsten Mal und ganz, ganz liebe Grüße aus Kiel. Tschüss. Sieht schön aus, ne? Ich mag die. Ich mag die. Der Kabel, das sieht so blöd aus, ne? Da muss ich nochmal wegmachen. Das geht nicht. Das kann ich mit meinem Monk-Auge nicht vereinbaren. Dann ist weg. Gut, jetzt ist das Kabel da oben. Auch blöd, ne? Besser. Ohne Kabel. So was stört mich immer, ne? Da kann ich immer durchdrehen. Ne? Da kann ich nicht drehen.